Konrad-Adenauer-Haus Berlin, Samstag, 19. Juni. Die CDU hat eingeladen zur Konferenz mit den Kreisvorsitzenden. Und CDU-TV hat für Sie die Bilder und Stimmen des Tages eingefangen. Der Wind weht uns bei unsicherem Wetter, ob es nun Sonnenschein gibt oder nicht, kräftig ins Gesicht. Und das wissen Sie, die Sie vor Ort unsere Kreisverbände führen, am allerbesten. Auch ich bin dieser Auffassung, so wie in den letzten Wochen kann es nicht weitergehen. Dann sage ich Ihnen, wenn man in einer Koalition ist, muss man auch zu dieser Koalition stehen. Und es ist niemals so, dass Sie CDU pur kriegen. Wobei ja schon bei CDU pur es niemals so ist, dass das sofort ersichtlich ist, sondern dass es eigentlich auch in der CDU zu jedem Thema 3 bis 5 verschiedene Meinungen gibt. Aber zum Schluss müssen in der Politik Entscheidungen getroffen werden. Und diese Entscheidungen, das kennen Sie vom Kreistag oder vom Ortsparlament oder vom Ortsverein, diese Entscheidungen müssen dann gemeinsam durchgetragen werden. Und wir werden so viele schwierige Entscheidungen zu fällen haben. Aber wenn wir nicht mehr die Kraft haben, trotz unterschiedlicher Interessen diese Interessen zum Schluss zu bündeln und daraus politische Entscheidungen zu machen, die wir alle tragen, dann werden wir die Menschen im Lande nicht überzeugen. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir diesen Prozess in Berlin verbessern wollen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir waren jetzt 11 Jahre lang nicht in der Koalition, die wir uns immer gewünscht haben. Aber, liebe Freunde, auch wenn wir auf diesen Auftrag 11 Jahre gewartet haben, dann wäre es doch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir diesen Auftrag jetzt nicht vernünftig erfüllen. Und das empfinde ich als meine Pflicht. Dafür setze ich mich ein, dafür werde ich arbeiten und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Mir war das ein wirkliches Bedürfnis, Sie einzuladen, damit wir auch eine solche Aussprache haben, denn ich weiß, was Sie vor Ort zum Teil erleben. Ich fand, es war eine beeindruckende Konferenz mit beeindruckender Offenheit. Und ich finde, sowas müssten wir öfter machen. Ich fand es sehr nützlich und sehr wichtig. Und ich fand auch die zusammenhängende Politikdarstellung sehr gut und auch die Offenheit der Bundeskanzlerin und auch des Generalsekretärs. Wir haben der Parteivorsitzenden und dem Generalsekretär ein bisschen von der Arbeit vor Ort berichtet, von den Problemen auch in der Kommunikation. Und ich glaube, dass vieles klarer geworden ist heute. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, besonders der letzte Teil von Angela Merkel, wo sie klar deutliche Worte gefunden hat, ihre Politik erklärt hat. Ich bin das erste Mal jetzt an der Kreisvorsitzendenkonferenz und ich war überrascht, wie offen, mit wie viel Kritik, aber auch wie professionell hier darauf reagiert wurde. Es war eine sehr konstruktive Atmosphäre. Also ich hatte eine ganz andere Veranstaltung mir vorgestellt, viel eigentlich langweiliger, aber ich muss sagen, ich habe zweimal auch zu meinem Nachbarn gesagt, der mitgekommen ist, freue mich, dass du mitgekommen bist, weil du eine Partei erlebst, die sehr dynamisch, sehr wortreich und auch mit sehr vielen Fällen und auch Problemen konfrontiert wird, aber die Worte von Frau Merkel und die Zusammenfassung vor allen Dingen der politischen Diskussion in ihren Worten hat mich sehr stark überzeugt und ich glaube, wir kommen alle etwas reicher nach Hause, als wir gekommen sind.